Willkommen zurück, Leute, zu Game Dev Tycoon. Ihr seid live dabei, wie die Firma Voloplays den Bach hinuntergeht. Yay! Das ist ein Traum. Mir wurde nochmal gesagt, trainieren! Trainieren, Vesado. Trainieren Sie Ihre Leute. Wir hauen einfach mal die Trainings raus. Den Coach-Jam machst du, weil du bist Technologie-Heini. Und du bist ein Design-Heini. Du machst den Pixel-Cup. Wir machen einfach mal. Das Ding ist... Ihr habt einiges gesagt zu der ganzen Sache. Das ist halt so... Multiplattform. Eieieiei. Brauchen wir? Scheiße teuer. Die Frage ist halt, können wir überhaupt noch ein, zwei Spiele erstellen? Wir versuchen es mit Multiplattform. Ihr habt aber auch gesagt, und da liegt ihr definitiv falsch, das weiß ich, dass man die 3D-Grafik dringend braucht. Ja, 3D-Grafik wäre gut, allerdings ist es nicht überlebenswichtig, denn ich habe das Spiel halt auch schon öfters einfach so für mich durchgezockt. Und dabei kam halt heraus, liebste Freunde, dass man auch mit 2D-Grafik durchkommt. Und wenn ich jetzt auf 3D-Grafik vor 1 gehe, glaube ich halt, dass das nicht mehr funktioniert. Das ist so das Ding. Will ich denn irgendwas? Hentai School 3. Schule, Abenteuer. Wir haben gerade nichts mit Abenteuer gemacht und Schule. Hentai School 3 muss das Ding richten. Wir machen da Multiplattform. Hentai School. Wir gehen jetzt all in. Hentai School war damals für Kinder, ne? Ja, Schule, Abenteuer funktioniert für Kinder gut. Das weiß ich noch. Ein zweites Genre werde ich da nicht mit reinnehmen, nein. PlaySystem 2 wird einmal entwickelt. Für den PC wird das Ganze entwickelt. Und... die M-Box? Nee. Die beiden müssen reichen. PlaySystem 2 und PC müssen an dieser Stelle... Das kostet schon 616.000. Ihr seht, wir können daran zugrunde gehen. Es kann passieren, dass wir daran zugrunde gehen. Ich bin sehr gespannt. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Lässt sich da nicht ändern. Aber was willst du machen? So, das will ich haben. Keine Videowiedergabe. Ich weiß halt nicht, ob das ein Problem ist. Ich kann es euch nicht sagen. So, passt denn das da? Das Brender, ja, gut, Brender macht das. Alan Low. Wurde gesagt, der ist zu low eigentlich, aber der macht trotzdem das Gameplay. Und die Engine macht Volo, weil die eh nicht so wichtig ist in diesem Moment. Oh, bitte. Oh, bitte. Ich weiß auch nicht. Lass Hentai School 3 bitte durch die Decke gehen. Wenn nicht, dann weiß nicht. Guck mal, dann, genau, deswegen nicht für die M-Box, weil da kommt schon die 360. Die werden wir aber jetzt... Die werden wir halt nicht mehr befeuern können. Hätten wir noch ein bisschen gewartet, hätten... Ja, wobei, die ist ja noch nicht raus, ne? Raus ist sie ja jetzt auch noch nicht. So, es will auch noch niemand in den Urlaub hier nach dem ersten Bereich. Das ist ganz gut. Dialoge sind wichtig. Level-Design ist hier einigermaßen wichtig. Künstliche Intelligenz ist... nicht wichtig. Ist überhaupt nicht wichtig, deswegen nehme ich das raus. So einen Dialogbaum hätte ich aber schon ganz gern drin. Volo schreibt die Dialoge. Das ist okay. Hello macht das Level-Design. Das ist wiederum auch okay. Und die künstliche Intelligenz macht Angel Burton. Das ist auch total okay. Dialoge volle Pulle. Wobei, es ist Schule-Abenteuer. Da müssen die... Können wir vielleicht... so machen. Vielleicht muss die künstliche Intelligenz dann doch ein bisschen höher. Vielleicht doch die verbesserte KI rein. KI-Gefährden geht auf keinen Fall. Ist halt so okay. Denke. Oh, ich hab halt richtig Schiss. Weil wenn das hier auch floppt, dann weiß ich nicht, wie wir uns erholen können. Es wurde auch gesagt, mach Publisher-Verträge. Aber ich halte davon nicht so viel. Man macht halt... Trotz Publisher-Vertrag würdest du weniger Geld machen am Ende des Tages. Das ist so das Ding. Und wir haben halt auch schon 84,9000 Fans. Das ist schon okay. Soweit.
So, Spielweltdesign ist super wichtig. Sound ist nicht so wichtig. Grafik ist. Ich muss den Sound halt schon runterregeln, um überhaupt die Chance zu haben. Und Grafik muss halt auf volle Pulle. Ich habe keine andere Wahl. Ansonsten klappt das nicht. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mir denke, kacke. Das ist doch richtig, richtig kacke. Gut, Brenda kann das gut machen. Ja. Es ist kacke. Es ist einfach ein Punkt. So. Nun gehen wir noch ins Marketing. Starten dazu die... Ja, die große Kampagne kann ich mir gar nicht leisten. Starten dazu noch die kleine Kampagne. Und entweder es wird jetzt ein Mega-Hit. Oder es wird eine Katastrophe. Von den reinen Punkten her sieht es jetzt nicht... Es sieht nicht völlig verkehrt aus. Ne? Es sieht nicht völlig verkehrt aus. Aber da kann halt schon noch so der ein oder andere Designpunkt darf da reinfließen. Kinders. Ja, aber ihr seid ja auch gut dabei, noch Bugs reinzumachen, deswegen. Ja. Kommt da noch was? Wir müssen halt abwarten, bis der Hype abflacht. Er flacht ab. Wir hauen das Ding raus. Haben einen neuen Rekord in Design. Okay. Ich weiß nicht. Es kann funktionieren. Es kann in die Binsen gehen. Es scheint zu funktionieren. 8, okay. Eine 8 ist okay. Aber da sollte sie... Oh, nein, Mann! Das reicht nicht. Eine 6, 8, 7, 6. Was soll die Kacke? Oh, eine glatte 7. Mal gucken, was Multiplattform bringt. Das bringt mir jetzt gar nichts. Was bringt mir Multiplattform? Okay, wir schaffen damit über 100.000 in der ersten Woche. Aber damit kann ich kaum das nächste Spiel richtig erstellen. Kaum. Dazu kommt noch, künstliche Gänsehautwissenschaft von Spielen nicht wichtig zu sein. Dafür manche PC-Abenteuer großartig. Playsystem gut. Hätte doch eigentlich noch besser laufen müssen, oder? Soll ich hier wirklich auf den Publisher-Vertrag gehen? Wirklich? Weiß es nicht. Weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe halt Angst, dass die gleich wieder in Urlaub müssen. Können wir denn mal hier noch Dialoge, einfache Körpersprache können wir mal erforschen. Keine Ahnung. Es reicht halt gerade so zum Überwasserhalten. Also ich erinnere mich halt an meine alten Durchläufe. Da war es halt so, dass ich am Ende fast nur noch 9,75 Spiele entwickelt habe. Die liefen alle super und dann hatte ich irgendwann 100 Mille auf dem Konto und mehr. So kenne ich das Spiel. So wie wir das hier spielen, kenne ich das eigentlich gar nicht. Das ist scheiße. So, wir machen ein weiteres mittleres Spiel für erwachsene Peoples. Und das soll sein... Was soll das denn sein? Gute Frage, was soll das sein? Es soll sein, postapokalyptisch, wo der die ganze Zeit, ist ja seit Ewigkeiten hier schon, ne? Wird es gewünscht, ein Action-Rollenspiel für Erwachsene. Rollenspiel-Action, ja. Für PlayStation 2 und PC. Bin ich auf der Volition 6 und komm, dann kriegst du das jetzt endlich. Lest es in den Kommentaren andauernd. Wallout. Ich weiß nicht, ob Wallout oder so, aber wir machen es so. Wallout. Und pumpen da unser restliches Geld rein. Und dann wollen die wahrscheinlich währenddessen in den Urlaub und wir sind gebumst. Ich sehe das kommen. Okay, Action. Ja, also mir wurde gesagt, man soll dabei auf das gehen, worauf man im Dings gehen würde. Also das erste bedeutet Rollenspiel. Wir sollen auf Rollenspiel gehen. Das machen wir. Weil, also ich sehe meine Stärke eigentlich im Entwickeln von Rollenspielen. Das ist nun die Frage. Simulationsspiele sind gerade besonders angesagt. Damit wäre ein neues FIFA natürlich jetzt der Shit, wenn wir das in der Mache hätten. Haben wir natürlich nicht.
Haben wir natürlich nicht. Ja, die Wii. Es geht jetzt alles so schnell. Das ist so ein bisschen das Problem bei den Konsolen. Es geht jetzt alles so schnell, du kannst halt kaum noch für irgendwas entwickeln, ohne dass schon die nächste Konsole erscheint. Ja, da kommt der Urlaub für die Leute. Ich hab's geahnt. So, Dialoge brauchen wir voll. Leveldesign brauchen wir nicht so sehr. Künstliche Intelligenz brauchen wir da auch nicht so sehr. Bring nämlich die verbesserte KI auch raus. Ihr könnt das aber so machen, oder? Das könnt ihr so machen, ja. Wir machen einfach. Das hat ja eh keinen Zweck. Was sind eigentlich unsere monatlichen Kosten? Die werden wir gleich sehen. In ein paar Sekündchen sind meine monatlichen Kosten aktuell 217.000. Das geht ja noch. Möchte man fast sagen. Das geht ja noch. Aber wir sehen auch, dass wir eine Katastrophe. So, unser Technik-Genie Angel Burton macht das hier. Amy Nanning macht das sowieso, den Sound. Rewelt Design. Ist halt alles gar nicht so... Ist schon wichtig. Ja, ist schon wichtig. Ja, das Problem ist halt, ich weiß nicht, warum ich immer Grafik auf volle Pulle haben muss, um überhaupt... Ich glaube, ich setze das einfach jetzt mal runter. Ich glaube, ich traue mich jetzt einfach mal. Ich traue mich jetzt. Komm. Ich traue mich jetzt. In meinen ersten Durchlauf habe ich hierauf nie geachtet. Auf diese Prozentangaben. Nie. Und es waren immer 10er-Games. Also stellt sich da doch die Frage, warum nicht einfach mal machen? Warum nicht einfach mal machen? So, wir gehen natürlich wieder... Ja, komm, wir gehen ins Marketing. Gönnen uns wieder zusätzlich die kleine Kampagne. Aber was ich halt sehe, ist dass die Werte hier, die sind nicht gut. Alle wollen noch in Urlaub. Mehr Frauen in der Branche einsetzt, Sponsoren. 100.000, wir unterstützen. Es hilft ja nichts. Sehr, sehr nicht ist, wenn die auch noch schlecht gelaunt ist. Dann ist ja alles RIP, ne? Wollen wir nicht. So, wir sehen, das sieht mäßig aus. Wobei mäßig ist gelogen. Mäßig ist gelogen. Wir werden also eine richtige Ranz-Grafik haben. Da könnte ein neuer Rekord in Design sein. Na kommt, Leute. Gönnt mir. Oder Personalorganisation finanziell, Spielbranche arbeiten würde. Immer davon, da freuen sie sich, ne? Jetzt werdet doch mal hier. Hört mal jetzt auf, das ständig. Ach, das ist der Wahnsinn. Es liegt auch daran, dass die alle in Urlaub möchten. Ne? Die haben einfach keinen Bock mehr. Kannst du es ihm. Kannst du ihn verübeln? Nein, kannst du nicht. Stereoskopisches 3D. Sehe ich nicht kommen bei mir. Oha, oha. Und ein weiteres durchschnittliches Spiel von Volo Designs. Wobei da nicht alle der Meinung sind. Nee. Nein, ein weiteres unterdurchschnittliches Spiel von Volo Designs. Ich nehme es zurück. Eine glatte 6. Eine glatte 6. Ja, was. Soll ich sagen? Schon geil. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was sagen denn die Verkaufszahlen? Die sagen trotzdem. Ist okay. Das ist das Ding. Na, immerhin. Naja, zumindest Woche 1 war okay. Die restlichen Wochen eher so mäßig. Liebe Freunde, das soll es aber vom heutigen Part gewesen sein. Wir sehen. Wir halten uns noch gerade so über Wasser, aber ich sehe halt momentan. Wobei vielleicht im nächsten Part neues FIFA. Uns wieder in ungeahnte Höhen treiben kann. Wer weiß es schon. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.